So, und da bin ich auch schon wieder. Ich bin wieder back, Saphiro ist wieder da. Ich mache das nächste Video, damit ihr auch was zum Gucken habt und zum Kritiken abgeben oder keine Ahnung, eure schlechte Laune an mir auslassen. Mal schauen. So, weiter geht's. Ich war hier beim Crazy Catwill, der mir gezeigt hat, wie ich rauskomme. Dann gucken wir erstmal, was es hier noch so gibt. Durchsuchen, Hefe. Dankeschön. Das ist so geil, finde ich das. Und die kleinen Verstecke, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Was geht? Ein Sackreis. Geiselbären. Hier ist ein Sack. Alle, leck mich du. Was gibt's denn hier? Waffenstände. Bombe. Gib mal so eine Waffe. Ne, Bindenhalter. Bindenhalter. Tun sie da die alte Binden hinhängen. Na lecker. So. Also den Fluss entlang soll ich gehen. Aber erstmal klatschen wir noch ein paar Zombies. Dass wir natürlich ein bisschen im Level aufsteigen und. Ey, nix kotzen. Oh, die geben Gold. Cool. Mein erstes Gold. Ich werde reich. Was ich hier auch gelesen habe, dass es hier gar kein Housing gibt. Das wäre natürlich ein Feature, was in The Elder Scrolls fehlt, ja, auf jeden Fall. Weil das, soweit ich mich erinnern kann, gab es das in jedem Teil. Ja, in Skyrim. Ja, Skyrim war mein letztes. Das war echt cool, aber ich hab's nicht allzu lange gezockt. Ich war halt eher so der MMO-Zocker. Ich weiß auch nicht. Aber wie gesagt, demnächst mache ich ein paar Let's Plays, Emulatoren und pipapo. Mal schauen, auf was ich Lust hab. Auf jeden Fall, ich hab mir jetzt schon mal Secret of Mana runtergeladen. Das werde ich auf jeden Fall zocken. Das ist so mein allererstes Rollenspiel gewesen. Da war ich. Oh, ich glaube 9 oder 10. Auf der Super Nintendo, total begeistert gewesen. Es hat mich sofort geflasht, das Spiel. In meinem zarten Alter. Ja, und so hat es angefangen. Rollenspiel hat mich eigentlich schon immer fasziniert. Obwohl ich eigentlich so der Typ dafür bin. Aber so die Games und so. Schon immer, egal was. So. Ich soll hier aufmachen. Sag mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Guck, die zittern schon hier. Abgebrochen. Alle. Ich weiß nicht mal, wie das System funktioniert, Jungs. Scheiße, Mann. Achso, Schloss aufrecht. Ja. Wer lesen kann, ist klein Vorteil, ne? Sucht der nach der Zelle des Propheten. Okay, dann machen wir das mal. Urne ist leer. War schon eine Ehe. Ihr Drachenblut. Bis hier. Kollege. Lass mal. Weibchen in Ruhe. Das machen wir auf. Rüben. Radieschen sah das aus. Die gehen Radieschen. Ich mag Radieschen. Das ist leer. Mal gucken, wo es hier lang geht. Staub, Truhe. La 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 la. La 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 la. Fischleim. Schon so in den ersten paar Minuten oder ersten halben Stunde, sagen wir mal, schon so viel Items verschieden. Hat das wehgetan? Das sah schmerzhaft aus. Ja.
Hefe. Können wir später gut Brötchen backen wahrscheinlich. Ey du, wo geht's lang? Wie heißt du? Axolot. Noch eine Eisenaxt, die haben wir schon. Haben wir eine Karte? Ah, da runter. Okay. Weiter geht's, weiter geht's. Ey, der steht auf. Zombies sehen cool aus. Dankeschön, sehr. Axolot. Axelschweiß. So. Da gibt's eine Truhe wieder. Urne, Entschuldigung. Komm, den klatschen wir mal auf. Quatsch. Gar keine Chance. Hat ja nichts am Körper, der Bub. Hätte mal was essen müssen. Hätte auch ein bisschen mehr Kraft. Was haben wir hier? Ein Schild. Ich bin aber nicht der Schildträger, ich bin eher der Zweihandklopper. Was haben die? Urne, Karotten. Haufen weiße Metz schon. Bangt's jetzt schon vor den Beruf. Ich weiß gar nicht, wie viel man Berufe wählen kann. Ob man nur einen wählen kann oder mehrere. Da lasse ich mich auch gerne überraschen dann. Aber ich habe ja bald Urlaub. Habe ich genug Zeit, um es rauszufinden. So. Ja, Kollege. Es geht. Haha. Scheiße, ne? Kommst nicht raus. Granathalskette. Hat aber keine Attribute. Zieh ich trotzdem an. Stylisch, Mann. Fessende Seelenberaubte. Achso. Ja, sieht man gar nicht am Charakter. Okay. Na, dann dem nicht. Zelle des Propheten. Da sind wir ja. Wo ist meine Alte überhaupt? Ach, da steht sie. Des Propheten sollte direkt vor uns liegen. Komm, jetzt. Wir sei haben ruhig. Babbel nicht. In Ordnung. Die gute Nachricht ist, dass wir es in einem Stück bis hierher geschafft haben und der Prophet unverletzt zu sein scheint. Gekko. Ein Zutatforschung von Getränken. Dietrich. Dietrich ist gut. Schrei hier nicht so rum, mein Kollege. Ich tue erstmal deinen ganzen Schätze hier ausrauben. Danach komme ich zu dir. La 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 la. Einmal Dietrich. So. Guck, die erzählt, die hat keine Zeit, guckt ihn aber blöd an, weißt du? Alle, hättest du schon längst umkloppen können. Während ich hier die Sachen durchsuche. Ja. Auf. Es gibt einen Trick beim Öffnen der Zelle. Der einzige Weg für Gefangene, um sie zu verlassen, besteht darin, dass eine andere lebende Seele ihren Platz einnimmt. Ja, dann tausch mal. Ich wünschte, den gäbe es, aber ich sehe hier sonst niemanden mit einem schlagenden Herzen. Ihr vielleicht? Wenn Molag Bal nicht aufgehalten wird, wird er alles und jeden vernichten, den wir je geliebt haben. Ja, dann wird es wohl so sein. Ist, setzt ihr euch schleunigst in Bewegung. Der Prophet wird wissen, wohin es geht. Aber er wird eure Augen und euren Schutz brauchen. Okay. Dann machen wir mal auf. Warum klatschen wir den Scheiß? So.
Ach so. Ja, da war wohl nichts. Bam. Und noch ein weg. Schöne Seitwärtsrolle. Bam. Und kriegst noch eine. So, jetzt muss ich die Dinge aktivieren. Ja, das kommt, weil du zu viel gebabbelt hast. Fräulein. Du darfst nicht zu viel reden. Er ist direkt geklatscht müssen. Ciao, ciao. Ey, Prophet. Den Göttlichen sei Dank, ihr seid sicher. Können wir sie irgendwie mitnehmen? Ich wünschte, das wäre möglich. Aber ich verspreche euch, sobald wir aus Kalthafen entkommen, werden wir einen ist Weg nicht schlimm. Finden, sie kannst ruhig da lassen. Das ist nicht, kein Thema. Das ist der Name, den ich euch gegeben habe. Ihr seid nur noch ein Nachklang eures ehemaligen Selbst. Ein Seelenlos. Warum nannte Lyris euch den Propheten? So hat man wohl begonnen, mich zu nennen. Mein wahrer Name ist verloren. Selbst Anker. Ach, das sind die Anker. Davon habe ich auch schon Tribut gefordert. Schnell jetzt. Die Anker sind dätrische Werte. Bleib mal hinter mir, mein Freund. Nächste Quasselstrippe am. An der Backe. Eine Quassel-Labertante weg, kommt die nächste Labertante. Ah, ich bin doch auch Labertante. Ich quassel auch hier die ganze Zeit. So. Und raus hier. Ankerplatz. Da ist er. Der Ankerplatz der dunklen Anker. So, so. Erreicht bezieht das Kind der Knochen. Zeig mal her, das Kind. Schnurr, das soll ein Kind sein. Doch dies ist das Reich des Todes. Die Armeen der Leblosen sind endlos. Dick hässliches Kind dabei. Störst mal hier wieder gucken. Ja, soll mal ein bisschen mit dem reden. Kann er gut. Störst mal die Uhren ausbeuten. Kollege, du hast keine Chance. Boom! Und noch ein Schlag. Boom! Und noch eine. Ja, was eine epische Position und gleich ist noch Moment erzählt. Gewährt maximal Leben. Erhöht maximal Leben. Cool. 6 Gold nur der Geier. Das ziehen wir gleich an. So. Das können wir erstmal weiter durchsuchen. Ich mache auch schnell, nicht dass es zu langweilig wird, aber ich mache sowas halt gerne. So kleine Verstecke finden, das wird eh geil sein bei der offenen Welt. Irgendwelche geheimen Höhlen oder sowas zu finden, ich hoffe das gibt's. Alles leer. Das nehmen wir mit. So, machen wir uns ab. Geht's raus? Also, ich muss mit dem reden. So. Das Portal des dunklen Ankers befindet sich ein Stück ätherischer Magie. Ich bin bereit. Berührt die Himmelsscherbe. Wo ist sie dann? Scherbe von Aetherius. Kommt über uns und weiht uns mit eurem Segen. Da, schnell! Nehmt die Himmelsscherbe. Hab ich schon. Immer mit der Ruhe, mein Kollege. Machst du mich jetzt hier vom Acker, oder was?
Himmelsscherben sind überall in der Tamriel für jede dritte gesammelte Himmelsscherbe, erhaltet euer Charakter eine einen zusätzlichen Fertigkeitspunkt. Entschuldigung für mein Genuschen gerade. Hinweise auf die Fundorte von Himmelsscherben könnt ihr durch das Entschlüsseln von Hinweisen. Geil, Mann. Das ist auch cool. Ja, auf. Steinfälle. Die Ladezeiten finde ich etwas heftig, ja. Vorhin habe ich, glaube ich, 3-4 Minuten im Ladebildschirm gegangen. Ich weiß nicht, ob das an diesem kostenlosen Wochenende-Wiedereinstieg liegt. Keine Ahnung. Könnte sein. Ob das schon begonnen hat, weiß ich auch nicht. Aber ich denke mal, ja. So, wo sind wir jetzt? Okay, dann mach ich aber ab hier jetzt einen Cut. Wir müssen reden. Ich bedanke mich und wie gesagt, wieder liked oder disliked. Ich freue mich über jede Kritik, wenn sie konstruktiv ist und nicht beleidigend oder sonstiges. Wenn ihr beleidigt, ja, macht es, wenn ihr lustig seid, wenn ihr Bock habt. Ja, wie gesagt, das war's von mir, Saphirus. Ich wünsche noch einen schönen Tag und macht's gut. Ciao, ciao.